Wir sind hier am Finale angekommen. An der Spitze des Kraterbergs. Und man sieht hier schon, es ist ja eine ganze Menge los hier an der Sperrsäule. Hier wartet der Weltuntergang auf uns. Aber die Frage ist, können wir den Weltuntergang noch verhindern? Können wir es schaffen? Ich denke mal, wir haben keine andere Wahl. Also wir müssen den Weltuntergang verhindern. Und ja, dann let's go. Hier sind sogar noch zwei Wachen hier am Anfang. Unser Boss vollbringt gleich etwas ganz Großes. Komm ihn nicht in die Quere. Du willst doch dazwischen funken, oder? Und genau deswegen schließen wir beide uns zusammen und machen dich in einem beispiellosen Duell fertig. Ach, das glaubt doch nur ihr. Ihr habt keine Chance gegen mich. So, jeweils zwei Pokémon, also vier Pokémon, einmal ein Klibunkel und einmal ein Skunkapu. Sehr, sehr schön. Ohne Zahn und Seeblatt habe ich hier auf der 1. Ich habe jetzt wirklich vorher gar nicht drauf geschaut, wer hier auf der 1 und auf der 2 sind. Dann werde ich auf jeden Fall mal Seeblatt zu Kampfadler wechseln. Und ohne Zahn wird Erdbeben einsetzen. Damit trifft er alle, außer mein Pokémon, da Kampfadler die Fähigkeit Schwebe hat. Oder, nee, hat nicht die Fähigkeit Schwebe, sondern ist vom Typ Flug. So. Das ist ja ein Unterschied. So, Erdbeben sollte eigentlich beide besiegen. Darum ist hier ohne Zahn gleich hier vorne auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Ja, das Kunkapu ist schon mal besiegt mit einem Volltreffer und das Klibunkel hat auch keine Chance. Das hat auch keine Chance. So. Ich denke mal, jetzt wird noch ein Charmian und ein Golbat kommen. Das sind nämlich diese vier Pokémon, die hier ständig drankommen. Und so zum Abschluss wäre es auf jeden Fall nicht verwundernswert. Ach, wie auch immer. Nee, eigentlich Bunke kommt jetzt nochmal. Okay. Und ein Charmian. Mit Charmian hatte ich recht, aber kein Golbat. Wow. So, dann hier ruhig mal Aeroass auf das Charmian und nochmal Erdbeben einsetzen. Das Charmian könnte überleben, muss aber nicht. Nee, überlebt schon mal nicht. Und das Glibunke dann mit Erdbeben auch nicht. Somit haben wir ein super Team hier vorne am Start. Und die beiden Trainer. Also, nee, Trainer sind sie ja nicht. Die beiden Rüpel sind besiegt. Das ist jetzt erstmal der Vorgeschmack. Der feine Vorgeschmack. Es geht noch so richtig los. Doch, was hat Cyrus? Wie will er diese neue Welt erschaffen? Wie will er diese neue Welt erschaffen? Ich denke mal, wir werden das gleich herausfinden. So. Wir sind so unfähig, dich aufzuhalten. Na gut, du darfst passieren. Unsere Bosse machen Kleinholz aus dir. Bosse? Das sind wohl alle Bosse jetzt hier am Start. Aber ich möchte vorher nochmal meine ganzen Pokémon heilen. Zum Beispiel hier Seeblatt. Dann Firefight heilen wäre auch nicht schlecht. Und ohne Zahn auch. Wir müssen jetzt wirklich uns auf alles gefasst machen. Es ist das Finale. Und von daher, ja. Lieber vorsichtig sein. So, behalte ich Seeblatt auf der 1. Ich denke mal ruhig, ja. Ach, schon sehr interessante Steinsäulen hier. Die wurden wahrscheinlich vor Urzeiten mal alles hier erbaut. Und seht, dort vorne, dort sind die ersten zwei Bosse. Das müssten Jupiter und Venus? Nee. Ach, weiß jetzt nicht, wer das alles ist. Auf jeden Fall, dort vorne ist auch noch Mars. Nee, das ist hier die rote Arie, das ist Mars. Dann die lila Farben hier, das ist dann Jupiter? Ach, keine Ahnung. Na, wie stellst du dir das eigentlich vor, dass ich dich einfach durchlasse, damit du unseren Boss nährst? Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei. Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen. Ich denke lieber gar nicht an die Einzelheiten. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist. Diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Gary! Augenblick mal! Ohne mich findet hier keine Party statt. Klar? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche.
Na, wenn das mal nicht dieser kleine Goldjunge ist. Wie er am See der Stärke geweint hat. Hat dir die Mami die Nase geputzt? Los, kämpfen wir 2 gegen 2. Wow, Gary kam uns zur Hilfe. Also Gary, danke dir. Und die haben insgesamt 6 Pokémon. Oh ja, das wird jetzt richtig hart. 2 Bronzels. 2 Bronzels. Okay. Ein Mann fragt zu setzt Gary ein und ich habe hier Seeblatt. Aber ich befürchte, dass ich mit Seeblatt leider nichts anfangen kann. Darum muss ich eigentlich zu Firefight wechseln. Genau. Oder zu Heiler. Ich setze Heiler ein. Weil Geist ist auf jeden Fall sehr effektiv. Heiler hat ja eine Geistattacke. Und Psycho sollte kaum Schaden machen. Weil Psycho ist ja meistens speziell und ja. Bronze greift sowieso speziell an. Mein Faxo hortet sich schon mal. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Spezialverteidigung und Verteidigung steigt. So, dann würde ich mal sagen, ich setze Spukball auf das eine Bronze ein. Wie gesagt, sollte sehr effektiv sein. Ob es das... Oh, ist normal effektiv. Shit. Und Geroball. Nein, das ist, glaube ich, eine riesige Stahlattacke oder speziell. Ich habe keine Ahnung. Sondersensor. Ich werde trotzdem mit Heiler jetzt hier weitermachen, weil Heiler hat halt eine ganze Menge KP und kann sich auch immer mit Weichei heilen. Da werde ich jetzt mal hier Eisstrahl ausprobieren. Vielleicht haben wir Glück, dass ein Bronze hier dann vereist wird. Ist aber nicht sehr effektiv. Aber wir haben Glück. Das Bronze ist vereist. Okay. Schon mal die Gefahr ein bisschen mehr gebannt, sage ich mal. So, es setzt nochmal das Gyroball an. Es ist, glaube ich, so fiesig, Gyroball. Aber es macht so wenig Schaden, da... Da... Ja, Gyroball, je schwerer das eigene Pokémon ist, desto mehr Schaden macht die Attacke. Und Bronze ist nicht gerade das schwerste Pokémon. So. Ich denke mal, ich werde hier nochmal eine Runde einsetzen, um Weichei einzusetzen. Damit es so ein bisschen wieder geheilt ist. Und dann werde ich wechseln. So. Am besten dann zu Firefight, weil Firefight kann mit Flammenwurf dann gut aufräumen. So, nochmal Gyroball. Gegen Heiler. Stahl ist ja auch gegen Firefight dann nur normal effektiv, glaube ich. Wenn ich mich da jetzt nicht irre. Aber mein Faxo macht hier auch schon mal einen super Job. Mit Kreideschrei. So, dann hier Firefight. Hätte zwar gleich zu Firefight wechseln können, aber Heiler hat einen super Job gemacht, indem es das eine Pokémon eingefroren hat. Konfu-Strahl gegen Manfaxo. Ja, ist ein guter Schachzug von der gegnerischen Seite aus, aber Manfaxo macht hier Kreideschrei weiter. Na gut, Gary hat wohl erkannt, dass seine Attacken kaum was anrichten, darum versucht er andere Taktiken aus und ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, das eine Bronze ist schon mal besiegt. Ich hätte zwar auch das andere angreifen können, das was nicht eingefroren ist, aber mein Gott, ist ja auch nicht so schlimm. Sondersensor gegen Firefight, das habe ich nämlich befürchtet. Weil Psycho ist ja sehr effektiv gegen Firefight, aber sieht alles sehr, sehr gut aus. Jetzt hat sich mein Faxo leider auch selbst verletzt. So, was kommt jetzt in den Kampf? Ein Golbat. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal Flammenwurf auf das andere Bronze einsetzen. Weil, ja, damit das auch erstmal weg ist. Golbat kann aber mit Flugattacken auch gut aufräumen bei meinem Firefight. Das hoffe ich mal nicht, dass es das tut. Da müssen wir jetzt auf alles gefasst sein. Golbat setzt aber Matschbombe ein. Okay. Ist, glaube ich, eine Giftattacke. Eine starke Giftattacke. Und mein Faxo hortet sich nochmal. Hat er nicht ein Fessler oder Verzerrer oder wie das heißt? Das weiß ich nicht. Ein Schnurrgast. Eigentlich wollte ich jetzt zu Firefight wechseln, aber ja. Da kann ich jetzt so mit Nahkampf gut aufräumen. Zwar sinkt dann die... Oh, scheiße. Firefight überlebt. Firefight überlebt. Zwar sinkt jetzt die Verteidigung und auch die Spezialverteidigung. Aber ich denke mal, Firefight muss ich dann sowieso auswechseln.
So, der Schnurgas ist besiegt. Verteidigung und Spezialverteidigung sinken. Jetzt muss ich natürlich auch hoffen, dass Golbat mein Firefight nicht angreift. Aber so wie ich mein Glück kenne, greift es bestimmt mein Firefight ein. Nee, Horrorblick. Auf mein Faxo. Okay, ein Glück auf mein Faxo. Hätte das Golbat Horrorblick auf Firefight eingesetzt, dann hätte ich... Dann hätte ich Firefight nicht auswechseln können. Und mein Faxo heilt sich. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ein Golbat. Ein zweites Golbat kommt in den Kampf. So. Wen setze ich jetzt hier ein? Wen setze ich ein? Kampfadler? Ja, Kampfadler setze ich ein. Zwar wäre jetzt Blitzboss hier genau die richtige hier. Aber leider ist Blitzboss nicht dabei. Also, wir müssten ihn auf die Box legen, um den Vorhinsklaven mitzunehmen. Sonst wären wir hier niemals angekommen. Windschnitt. Windschnitt, Das sieht doch mehr... Oh, ein Volltreffer. Und Windschnitt greift sogar beide Pokémon an. Das wusste ich gar nicht. Ja, da hat Kampfadler jetzt ganz schön eingesteckt, muss ich sagen. Das muss ich jetzt schon sagen. Ich denke mal, ich werde Kampfadler heilen. Weil das mit dem Volltreffer war schon ein bisschen Pech. So, hier ein Übertrank. Ein Hypertrank. So, geheilt. 94 Punkte aufgefüllt. Ja, es ist jetzt klar, dass die beiden hier Windschnitt machen. Das ist jetzt klar. Als sieht ohne Volltreffer ein Glück nicht so viel ab. Oh, Matschbombe. Sollte auch nicht viel abziehen. Oh doch. Aber ein Glück nicht vergiftet. Ich muss jetzt hier angreifen. Mir bleibt jetzt keine andere Wahl. Ich setze Fliegen ein. Ja, ist eigentlich egal, welches Golbat ich angreife. Dürften beide gleich stark sein. Sind sie auf beide auf Level 44. So, Kampfadler wehrt die Attacke ab. Mein Faxo, ja. Mein Faxo setzt Kreideschrei ein. So, Kampfadler greift jetzt an. Wie viel zieht das ab? Ich hoffe mal genug. Leider nicht genug. Zwar füllt jetzt der Seegesang nochmal ein paar KP auf, aber das könnte nicht ausreichen, wenn Kampfadler jetzt nochmal angegriffen wird. Oh nee, das reicht. Das wird. Nee. Mist. Schade. Mein Faxo greift jetzt mit Body Slam an. Oh ja, das sieht aber auch ganz schön. Wow. Mein Faxo. Ist schon gleich angreifen sollen. So, ich setze jetzt hier ohne Zahn ein. Seeblatt macht keinen Sinn einzusetzen. Wegen Gift und Flug. Und... Ja, wer war da noch? Heiler, glaube ich. Aber ja. Skuntank. Wow, die Weiterentwicklung von Skunkabu. Ich denke mal, ich werde das Golbat angreifen, weil es... Oder? Ich greife das Skuntank an. Oh, Zungenbrecher, dieses Wort. Mit Schaufler. Hätte ich Erdbeben eingesetzt, dann hätte das Erdbeben auch mein Faxo getroffen. Und das wollte ich auch nicht. Die beiden greifen aber jetzt das mein Faxo an. Nein, Mist. Mein Faxo wurde besiegt. Aber Gary setzt jetzt seinen Staraptor ein. Cool. Also sonst haben wir bisher immer nur gegen Gary gekämpft und jetzt kämpfen wir mit Gary zusammen. Macht Ruckzuckieb und besiegt somit das Golbat. Perfekt. So muss es sein. Und Unzahn besiegt jetzt hoffentlich das Grundtank. Aber es ist auf Level 46 ganz schön stark. Und es reicht wirklich gar nicht aus. Oh mein Gott. Ich denke mal, ich werde jetzt Erdbeben einsetzen, weil Erdbeben trifft ja Staraptor nicht. Flammenwurf kann das Grundtank. Wow. Das ist ganz schön stark. So, Erdbeben. Ah, die Attacke geht leider dann... Scheiße. Achso, nee. Oh, ich habe eben falsch gelesen. Ich habe jetzt gelesen, hat keine Wirkung aufs Grundtank, aber... Ja. Und da war so eine Erinnerung, dass
Boden überhaupt nicht wirksam gegen Skuntank ist, aber das habe ich jetzt mit Psycho vertauscht. Stimmt. So, die beiden sind besiegt. Gary, ich danke dir. Ich hätte es vielleicht alleine gar nicht geschafft. Gar nicht habe ich geweint. Meine Pokémon und ich haben es drauf, damit ihr es wisst. Und jetzt reicht es uns nämlich. Wir zeigen es euch. Dennis, ich helfe dir. Oh, danke schön, Gary. Gary halte alle Pokémon von Dennis vollständig. Hey, Dennis, das wär's. Jetzt bist du dran. Danke, Gary. Er hat uns eine Heilung gegeben. Ach, das ist da vorne Cyrus. Stimmt. Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt. Nun wird alles enden und alles wird neu beginnen. Hiermit mit der roten Kette, die aus den Kristallen der drei Pokémon der Seen erschaffen wurde. Und hiermit mit der roten Kette, die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte. Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Was passiert jetzt so? Oh mein Gott. So wie es aussieht, konnten wir Cyrus nicht aufhalten. Gialga, das mythische Pokémon Meister der Zeit. Und das andere, Palkia, das mythische Pokémon Meister des Raumes und der Dimensionen. Was ist damit? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Komische Geräusche! Was passiert jetzt? Bisher sehen wir noch gar nichts. Was passiert hier? Leute, ich glaube mal, irgendwas ist hier jetzt mit dem Emulator passiert. Ich speichere mal hier ein Save State und ich muss mal den Emulator mal neu starten. Tut mir leid jetzt dafür, aber ja, irgendwas scheint ja jetzt passiert zu sein. Leider konnten wir das jetzt nicht sehen. So, dann hier nochmal neu starten. Hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich muss hier kurz nochmal was umändern. Die zwei legendären Pokémon, Dialga und Palkia. Eine Doppelspirale aus Raum und Zeit gibt dieser Welt ihre Form. Ja genau, die beiden Elemente, über die ihr die Macht habt. Ihr werdet mir gehorchen. Eure Fähigkeiten werden mir gehören. Mit meiner Macht werde ich Meister einer völlig neuen Welt. Unvollständig und hässlich ist unsere jetzige Welt. Höchste Zeit, dass sie verschwindet. Alles wird auf Null gesetzt. Nichts bleibt erhalten. Daraus wird die ultimative Welt geformt. Eine vollendete Welt. Was? Warte, unvollendete Konzepte werden in ihr keinen Platz mehr haben. Was passiert hier? Oh. Kann nichts Gutes bedeuten. Die drei legendären Seelen-Pokémon, Vespe, Zelfe und Tobutz. Die drei Kristalle. Was passiert hier? Das hätte ich ahnen sollen! Zelfe, das wissende Wesen, Tobutz, das starke Wesen und Vespe, das fühlende Wesen. Was ahnen sollen? Die Pokémon sind gekommen, um Sinnoh zu beschützen? Wie lächerlich! Es braucht alle drei der Pokémon der Seen mit ihren jämmerlichen Fähigkeiten, um sich mit einem der zwei Pokémon von Raum und Zeit zu messen. Gegen beide kommen alle drei aber nicht an. Nicht solange Palkia und Dialga zusammen anwesend sind. Alle Anstrengungen umsonst. Ihr habt euch umsonst angestrengt. Hört ihr? Jetzt zu dir, Dennis. Von Anfang an hast du versucht, meine Pläne zu durchkreuzen. Aber ich will dir vergeben. Und wisst ihr was? Ich mache mal ganz schnell so. Ihr seht jetzt den Touchscreen mal groß, weil das sieht dann doch ein bisschen besser aus. Pläne zu durchkreuzen, aber ich will dir vergeben. Was? Du willst mir vergeben? Schließlich wird bis zum Ende aller Zeit alles Leben ausgelöscht.
wenn ich erst fertig bin. Jeder Hauch von Leben wird aus dieser Welt gerissen. Von dir! Von deinem Pokémon! Von allen, die dir lieb und teuer sind! Es ist Zeit! Mein Traum wird zu meiner Wahrheit. Ich verspüre einen seltsamen Druck. Etwas ist... wütend? Wie jetzt? Was passiert da? Ein schwarzes Loch? Was ist das? Höchst interessant! Es gibt also ein Pokémon, das sich nur als Schatten manifestieren kann. Oh mein Gott. Aber das ist jetzt auch egal. Jeglicher Widerstand wäre töricht. Ich habe mir die Kräfte von Dialga und Palkia zu eigen gemacht. Was passiert hier jetzt? Niemand kann mir! Cyrus! Ah! Was passiert jetzt hier? Ich wechsle wieder die Bildschirme. Nein! Was ist das? Ich habe wirklich jetzt keine Ahnung, weil ich habe Platin noch nie zuvor gespielt und in Perl und Diamant war es komplett anders. Was passiert da? Das dürfte Vesprit sein. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube aber, das Studieren der Mythen hat mich nun endlich zu einer Antwort geführt. Als diese Welt geschaffen wurde, erschienen die Alga und Palkia. Doch erschien zu jener Zeit offenbar ein weiteres Pokémon. Ein Pokémon von einer Macht wie die von die Alga und Palkia zusammen, dessen Name jedoch nie erwähnt wurde, werden durfte. Giratina! Man munkelt, es lauere in einer anderen Welt. Das Gegenstück der jetzigen. Das muss also dieser Schatten gewesen sein. Das war die Giratina. Die Säulen verzehren sich. Der Grund ist jenes Portal. Es verbindet uns mit der anderen Welt. Wenn es nicht geschlossen wird, wird die Verzerrung sich bis nach Sinnoh und noch weiter ausbreiten. Unsere Welt würde zerstört. Brechen wir auf. Wir müssen Cyrus hinterher. Das müssen wir. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich habe Platin noch nie zuvor gespielt. Darum bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Ich werde gleich den nächsten Part aufnehmen, weil ich das unbedingt wissen muss. Und ihr müsst das wahrscheinlich auch wissen. Darum würde ich euch raten, den nächsten Part einzuschalten. Und dann bis dahin. Viel Spaß euch noch und bye bye.